Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, dass sich der Virologe Hendrik Streeck sehr eindeutig zu Corona geäußert hat, seine Einschätzung. In den alternativen Medien hört man ja vor allen Dingen von Bhakti, von Wodak und von anderen, von Streeck aber überhaupt nicht. Er hat sich hier aber sehr eindeutig geäußert. Hier der Ausschnitt. Wie gehen Sie denn persönlich mit dieser Krise um? Sind Sie sehr, sehr vorsichtig oder sagen Sie, nee, das kann man ein bisschen lockerer angehen? Ja, also ich habe selber nicht Sorge, mich zu infizieren, aber ich mache mir natürlich Sorge um einige Mitmenschen, die auch älter sind und Vorerkrankungen haben. Zum Beispiel aus meiner Familie waren auch ältere Menschen infiziert mit Covid-19. Da habe ich mir schon Sorgen gemacht und die hatten zum Glück aber einen sehr milden Verlauf. Im Gegensatz zu Lothar Wieler, der auf einer Pressekonferenz sehr emotional wurde und sagte, er möchte sich auf keinen Fall mit dem Virus selbst anstecken, er möchte auch nicht, dass seine Kinder sich damit anstecken, unbedingt, sagt Streeck hier relativ frei, dass er persönlich keine Angst davor hat, sich anzustecken und dass er nur Angst hat, dass kranke Mitmenschen sich anstecken. Das ist eine völlig andere Gefahreneinschätzung. Im weiteren Interviewverlauf erläutert Streeck außerdem, dass auch alte Leute keine Symptome haben müssen und dass sogar ein Drittel der Leute keine Symptome hatten, wenn man noch diese Veranstaltungsteilnehmer von diesem Bierfest abzieht. Die Sterberate läge bei 0,37%, bei einer normalen Grippe läge sie bei 0,1%, wobei das variieren würde. Also es gibt ja unterschiedliche Grippen und je nach Grippeart wäre es mehr oder weniger als 0,1. 2017 und 2018 gab es ja eine schwere Grippewelle, wo viele Leute gestorben sind und da war dann die Todesrate auch höher. Es ist aber eindeutig festzuhalten, dass 0,37% nicht sehr weit weg sind von 0,1%. Im Gegensatz zu anderen Behauptungen, wonach die Sterberate viel, viel höher wäre. Im Grunde ist also Streeck nicht sehr weit weg von dem, was Bhakti und andere gesagt haben. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt und was ich vergessen habe. Macht's gut.